Dieser Preis der SPD, den wir jährlich zum Todestag von Regine Hildebrand vergeben, soll gesellschaftlichen Gruppen oder Personen würdigen, die sich im Sinne von Regine Hildebrand in besonderer Weise für die Menschen in Ostdeutschland einsetzen, für die innere Einheit Deutschlands wirken, gegen Rechtsextremismus und Gewalt streiten und sich für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Ich sehe doch, was hier los ist, hat Regine Hildebrand oft gesagt. Und zwar so oft, dass Hans-Dieter Schütt seine Hildebrand-Biografie mit diesen Worten betitelt hat. Damit trifft er, glaube ich, das Wesen dieser Sozialdemokratin und einer Frau, die, glaube ich, unbestritten zu den beliebtesten Politikerinnen in Deutschland gehört hat. Damit trifft er das Wesen von Regine Hildebrand, weil sie immer dahin gegangen ist, wo das wahre Leben war. Weil sie begriffen hat, was los war und entschlossen war, zu helfen, sich zu kümmern. Und der vielleicht dann noch wichtigere Satz ist, erzähl mir doch nicht, dass es nicht geht. Also, dass das Leben eben nicht so hingenommen werden muss. Und ich glaube, das wird sie vielen, die ihnen ihr Bedenken entgegengetragen haben, entgegengeschleudert haben, die ihr weismachen wollten, dass man manche Dinge angeblich nicht ändern könne. Ich glaube, dass das vielleicht die beiden Dinge sind, die die SPD nach einer schweren Wahlniederlage ganz besonders von Regine Hildebrand in Erinnerung behalten soll, nämlich erstens zu sehen, was los ist und dann aber sich damit eben nicht abzufinden und wenn jemand kommt und sagt, das ginge alles nicht, dann eben ihm entgegenzuschleudern, erzähl mir doch nicht, dass es nicht geht. Die Kälte, wer will sich dran gewöhnen? Willst du das? Ich will's nicht, ich kann's nicht, das kann's doch nicht gewesen sein. Es wird wärmer, es liegt was in der Luft, so wie im Mai. Es wird wärmer, wärmer. Wer sich einmal anschauen will, was man alles mit jungen Leuten machen kann, der sollte sich einfach mal diese Veranstaltungsreihe angucken. Er findet wunderbare Ideen, vom Theater über Schauspiel, über Sport, über alles Mögliche, was man sich nur denken kann. Und sie sprechen dabei eben nicht nur die ganz Kleinen, die Mittleren, sondern eben auch inzwischen schon die Größeren an. Die Mixed Pickles sind offen für die gesamte Gesellschaft. Das heißt, sie sprechen nicht nur ein, zwei oder vier Leute an, sondern sie wollen ganz bewusst, dass all die Kinder, die in Velten groß werden, zusammen mit den Migrantenkindern, zusammen mit den Asylbewerberkindern, zusammen mit all denen, die da noch so sind, aufwachsen, dass sie sich kennenlernen. Genau dieser Gedanke ist es, nämlich der verhindert, dass Menschen andere Rassen, andere Ideen nicht wahrhaben wollen oder ihnen intolerant gegenübertreten. Wir wollen nicht nur, dass Migranten und Flüchtlinge sich angstfrei in unserer Stadt bewegen können und sich willkommen fühlen. Wir wollen nicht nur verlockende Bilder eines multikulturellen Miteinanders gegen dumpfe Fremdenangst und Fremdenfeindlichkeit setzen. Wir wollen ehrlich gesagt auch etwas für uns selbst. Wir wollen nämlich, dass unsere Stadt Velten, die wir mögen, für uns selbst attraktiver und bunter wird. Wir wollen nicht unter uns bleiben, sondern immer wieder ein bisschen die weite Welt zu uns nach Hause holen. Durchaus zu unserem ganz eigenen Vergnügen. Vielen Dank. Was wir eigentlich auch heute auszeichnen, den Wunsch und den Versuch nach Normalität. Und ich plädiere auch dafür, dass wir diese Normalität in der Vielfalt wiederfinden. Und genau das ist das, was das Rocktheater Dresden auf seine Fahnen geschrieben hat. Mit einem Projekt, was inzwischen zum 13. Mal stattgefunden hat. Die jüdische Musik- und Theaterwoche, Begegnung mit dem jüdischen Leben. Und es ist eben ganz bewusst eine Initiative, die gemeinsam getragen ist von dem Rocktheater, der jüdischen Gemeinde und Hatikva, einem Dresdner Bildungsverein. Ich brauche Ihnen, denke ich, gerade hier nicht zu sagen, dass wir und andere Initiativen mit unserer Arbeit eine für unsere Gesellschaft überlebenswichtige Grundsubstanz erzeugen. Ansonsten
geben Sie bitte im Internet jiddische, J-I-D-D-I-S-C-H-E, Woche-Dresden ein und können Sie das Programm dieses Jahres abrufen und auch dann bald das neue Festivalprogramm. Herzlichen Dank. Es wird wärmer und wir fliegen und wir fühlen uns so frei. Wir sind doch so frei.